Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Permakultur-Podcast. Ich bin Lars vom Kanalprojekt Schrebergarten. Das ist jetzt schon der dritte und der Titel des Ganzen: Wieso Permakultur im Schrebergarten? Das ist ja voll mein Thema. Erst und zweite Podcast hat stattgefunden mit den Waldgeistern und natürliches Leben. Also erstmal vorweg, ich bin quasi Frischling, was Garten angeht. Also ich habe mir im Dezember 2017 einen Schrebergarten gepachtet mit 650 Quadratmetern und da ging quasi alles los. Ich habe vorher schon eine Verbindung zur Natur gehabt, aber Garten ist dann halt nochmal was anderes. Ich habe mich ganz konkret dafür entschieden, dass ich mich ja mehr selbst versorgen möchte, unabhängiger werden möchte. Und letztendlich hat auch meine persönliche Situation dazu geführt, mir auch über sowas Gedanken zu machen. Ja, und bevor ich dann losgelegt habe, oder ich habe einfach losgelegt, ich habe einfach gesagt, freie Schnauze, ich hatte quasi 650 Quadratmeter Quegefläche, beziehungsweise auf einem Teil ist ein Kartoffelbunker. Der ist wirklich so irgendwie 4 mal 6 Meter groß, ungefähr so, 3,5, vielleicht sogar Breite eher. Und ein kleines kaputtes Pavillon. Hab quasi, ja, auch ein Schrebergarten Stück gekriegt, eine Parzelle gekriegt, die, ja, ich sag mal, bei den anderen war das so, dass die ja den Platz genutzt haben, um ihre Sachen zu entsorgen. Also ich sage jetzt nicht grundsätzlich alle, sondern es war einfach so ein Platz, das schwarze Schaf unter den Parzellen. Aber mich hat das am meisten gejuckt, gerade wegen des Bunkers und letztendlich einer unbemalten Leinwand. Also ich konnte mich ganz frei ausleben und da gerade eckig und so nichts für mich ist, also jedenfalls nicht im Garten, konnte ich da ganz frei loslegen und da kommen wir zum Thema, warum ich dann letztendlich Permakultur im Garten machen wollte. Ich bin ja Einsteiger und hatte so gar keine Ahnung. Habe ich immer noch nicht. Doch, also ich habe mich schon, ich sag mal, informiert und bin in verschiedene Richtungen gegangen, höre mir auch alles an, lese da auch einiges zu und aber letztendlich bin ich kleben geblieben, auch aufgrund meiner inneren Einstellung, meiner Grundwerte, bin kleben geblieben bei der Permakultur. Und das war für mich alles sehr einleuchtend und glasklar. Und es hat sich für mich einfach gut angefühlt, dann da zu landen. Weil ihr da draußen wisst das, es ist ja jetzt schon eine Zeit auch in den Medien oder auch immer wieder letztendlich. Und auf jeden Fall wird das Thema immer größer, die Landwirtschaft, so wie sie betrieben wird, und auch in Schrebergärten übrigens, ist keine, ja, ist nicht der richtige Weg, sag ich mal, mit dem Boden umzugehen. Also der Boden wird quasi ausgebeutet, da bleibt quasi ganz wenig Leben übrig. Auch die Vielfalt wird damit unterbunden letztendlich. Und ach, die Böden sind einfach kaputt. Und das ist einfach für mich gar nichts gewesen, das so zu machen wie alle anderen. Sondern mich interessiert da die Permakultur, weil da geht es um richtig nährstoffreiche Humusböden. Da gibt es ja so viele Themen, ne? Also Bokashi, Terra Preta und, und. Also für mich ist das alles nach wie vor ganz frisch. Ich versuche bei meinen Zuschauern das so zu handhaben, dass ich immer, wenn ich mir eine Sache sicher bin oder sich das gut für mich anfühlt, dann werde ich das auch so transportieren und versuche damit auch die Leute anzustecken und denen auch zu zeigen, hey, fühlt das doch mal. Kriegt ein Gefühl dafür, letztendlich, was für den Boden besser ist. Also wenn man ihn nackig lässt, also wirklich Sand. Vielleicht ging es ihm mal besser, weil da irgendwie frische Blumenerde reingekommen ist. Hier, na, Gartenerde, die man sich so in Päckchen auch in Baumärkten und so weiter kaufen kann. Ja, dann ist es eine Zeit lang gut, aber
Die Bewirtschaftungsweise ist nicht nachhaltig. Also es wird immer neu gekauft, anstatt sich um den Boden auf eine gewisse Art zu kümmern. Und das soll jetzt nicht heißen, dass es mehr Arbeit ist, sondern ja, dass man einfach Leben in den Boden bringt. Und da gibt es halt viele verschiedene Methoden und ich bin so Step by Step den Dingen so auf der Spur. Fachwissen kann ich bedingt transportieren. Ich denke schon die echt wichtigen Eckpunkte und vielleicht mache ich auch mal einen kleinen Fehler oder so, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Also es soll ja letztendlich jeder selber ausprobieren. Und ja, das war letztendlich unterm Strich. Waren das so für mich die Argumente und das passt auch in meine Art, die Dinge anzugehen. Also querbeet, auch so mit Totholz arbeiten und mit den Dingen, die da liegen, irgendwie nachhaltig umgehen, indem man sie zweckentfremdet, was weiß ich, Müll in nützliche Sachen verwandelt. Also gerade auf dem Grundstück ist so viel Bauschutt nach wie vor, den ich aus dem Boden hole. Also zum Glück nicht im ganzen Garten, eher im hinteren Drittel, sag ich mal. Und da können dann halt auch so Sachen entstehen wie diese Insektenpyramiden aus Stein. Ich habe jetzt meine erste stehen, sehr toll. Und es gibt einfach so viele Sachen, die man machen kann. Ich habe natürlich viele Sachen in meinen Garten geholt. Dazu zählten dann letztendlich auch über 100 Jahre alte Dachziegel. Die habe ich dann mit der Schubkarre rangekarrt. Das war schon ein Stückchen und so. Das ist ein Aufwand, aber. Das ist es auch irgendwie. Also ich möchte mich nicht ins Auto setzen, immer irgendwie Anhänger dran. Und ja, das ist die bequemste Weise. Aber wenn man das irgendwie so Stück für Stück mit der Schubkarre macht, dann steckt da noch so viel mehr. Ja, wie soll man sagen? Stolz ist so ein Thema. Das will ich jetzt nicht anbringen, sondern es fühlt sich für einen einfach anders an. So. Und ja, die habe ich dann zweckentfremdet und habe ein Keyhole-Beet gebaut. Das ist ein. Für die da draußen, die das nicht kennen, das ist ein selbstdüngendes Beet. Wenn man von oben drauf guckt, also ich sag mal aus der Vogelperspektive, dann ist das quasi wie so ein Schlüsselloch oder so ein ja, Schlüsselloch. Ist ja letztendlich die Übersetzung des Namens. Aber in der Mitte, wo das eigentliche Loch ist, sitzt dann quasi der Kompost und drumherum legt man das Beet an. Und das hat viele, viele Vorteile. Regenwürmer haben es dann nicht weit, sich um die Verkompostierung zu kümmern, in der Mitte letztendlich. Also und sind dann natürlich auch in den Beeten ganz aktiv. Also die haben kurze Wege und fühlen sich dann natürlich pudelwohl. Die Pflanzen drumherum können sich die Nährstoffe aus der Mitte ziehen und so weiter und so fort. Also es ist. Ne, also man hat letztendlich Steine, Dachziegel, all solche Sachen habe ich benutzt, um so ein Beet anzulegen. Die meisten Zuschauer oder Zuhörer in diesem Moment mal kennen das ja bei mir. Und ja, dann viele verschiedene Sachen dann auch, wie ja, ich habe ein Grasrodenhochbeet und ach, ich. Ja, mit Totholz so Hochbeete angelegt, Hügelbeete, Schrägstrich Hügelbeete. Darüber kann man diskutieren, aber man kann halt aus den Dingen, die man hat, aus den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, halt echt was machen, wenn man einfach mal sich ein bisschen lockert von den, ich sag mal, Ansichten und Blickwinkeln, die einem so Fesseln anlegen und die Kreativität letztendlich auch blocken. Also da finde ich Permakultur, da kann man richtig was ausleben und ja, also Permakultur, finde ich, kann man auch gar nicht so richtig fassen, habe ich festgestellt. Also man kann das natürlich grob sagen, wie man da generell so vorgeht, aber für ja, andere Permakulturisten, sagt man das so, bedeutet das sogar, dass Permakultur mit dem Blumentopf auf der Fensterbank anfängt. Also es geht von bis und es geht ja letztendlich darum, dass die Menschen auch wieder eine Verbindung zur Natur finden. Also da steckt einfach für mich auch viel mehr drin als, ich sag mal, ein Anbaukonzept. Also letztendlich geht es um die Verbindung mit der Natur und ja, das finde ich auch ganz wichtig bei mir, die Leute da so ein bisschen wieder drauf zu stupsen. indem ich dazu finde. Also wie gesagt, ich bin frisch und so. Ich bin hier nicht der Mensch, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern
Ich bin eher der Mensch, der seinen Weg findet, die Menschen daran teilhaben lässt und sie versucht, auf dem Wege des Beispiels zu zeigen, hey, so kann es aussehen oder ähnlich, macht euer Ding, probiert aus. Und ja, jetzt habe ich viel abgeschweift, ne? Aber ich glaube, das passt schon alles. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Ich merke auch Menschen im engeren Kreis, wie die da voll drauf aufspringen und auch einfach ein anderes Gefühl für die Dinge kriegen, die mit Garten zu tun haben, indem man einfach so seinen Horizont erweitert und neu bewertet und merkt so, hey, das macht schon alles Sinn. Bisher beuten wir die Natur aus und das ist ein Weg, um auch der Natur super viel zurückzugeben. Also da würde ich jetzt aber ins Eingefleischte gehen müssen, um das auf den Punkt zu bringen, was ich damit meine. Was gibt es noch zu erzählen? Also ich habe, also in meiner Natur liegt es einfach zu machen. Und ich habe einen ganz besonderen Bezug dadurch gekriegt zu meinem Garten, zu Gemüse, zu Obst und so weiter. Letztendlich die ganzen Tiere, denen ich dort begegnen durfte, also wenn man einfach in einer Permakultur, also nach dem Prinzip Permakultur, seinen Garten gestaltet, dann entstehen natürlich super viele, auch so hier bei den Dachziegeln, die ich erwähnt habe, super viele Nischen, Ecken, Hohlräume, in denen dann Insekten und Kleintiere, also wie Eidechsen und so weiter, ihren Platz finden können. Igel zum Beispiel auch. Und das ist total toll, weil ich merke, wie die sich bei mir wohlfühlen, jetzt schon. Und wie viel Bienenbesuch ich habe, wie viel Marienkäfer. Das war so voll bei mir im Garten jetzt schon im ersten Jahr. Und ich habe sie auch über den Winter jetzt immer wieder sehen dürfen. Eidechsen en masse, auch mal eine Schlange. Da habe ich aber keine Ahnung was, weil ich habe sie nicht komplett gesehen. Und so weiter und so fort. Ich kenne mich da halt echt nicht aus in der Ecke. Also ich finde selber zur Natur und ich denke, das ist auch der Weg, einfach mit der Natur in Verbindung zu treten und die Permakultur zu entdecken. Also sprich, Permakultur, ganz, ganz wichtig für mich. Das ist viel zu selten erwähnt, dass wir Menschen Teil des Ganzen sind. Also Permakultur hört nicht beim Beetrand auf oder beim Gartenrand, sondern obwohl, wenn wir uns drin befinden, kann man es doch so sagen, aber ihr wisst, wie ich das meine. Da ist es einfach so, dass wir dazugehören. Also unsere Aktivitäten im Garten ist ein Teil des Ganzen. Also das ist etwas ganz, ganz Besonderes, wenn man im Einklang mit seinem eigenen Garten ist. Also ich habe mich da so pudelwohl gefühlt, mir tut das richtig gut da. Ich habe gesundheitlich, ich sag mal, freundlich, positiv gesagt, einige Handicaps und wenn ich im Garten bin, dann verschwindet da einfach so, so viel. Es lässt einen den Alltag, es lässt den Alltag außen vor und ja, ist irgendwie total im Hier und Jetzt und ja, also Permakultur ist echt was richtig Tolles, finde ich. Als Anfänger, ich kann mir echt nichts anderes mehr vorstellen. Ja, so könnte man das auf den Punkt bringen. Gut, und jetzt sind wir ja noch bei meinem Thumbnail, nee, gar nicht, stimmt ja gar nicht, bei meiner Bildeinblendung während dieses Podcasts. Die Tomate. Also für mich war das erstmal schwierig zu sagen, was wirklich eine Permakulturpflanze ist, weil bisher habe ich mich mit Beete anlegen und so weiter beschäftigt und habe einfach angepflanzt. Aber es gibt halt auch super viele Sachen, die miteinander sehr gut harmonieren. Also gut, etwas hatte ich bei mir, Knoblauch und Erdbeeren. Das hat was mit dem Schutz der Pflanzen, der Erdbeeren zu tun. Also die packt man auch meistens in die Mitte, soweit ich das weiß. Also ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Ist ein gewisser Schutz vor Wühlmäusen und so weiter. Und ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das muss jetzt erstmal sein. Und ja, ich glaube, für die Erdbeeren so von wegen, ich weiß gar nicht, Mehltau gibt es ja, heißt das so? Ja, bei Zucchini und ich glaube, bei Erdbeeren oder so kann das auch irgendwie so eine Art sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es auch so einen besonderen Schutz.
Egal, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich die Tomate für mich ausgewählt habe, weil die mich total angesteckt hat. Ich habe gedacht, Tomate bei mir im Garten, ein, zwei Pflanzen, das soll dann aber auch bitte reichen, weil ich glaube, so viel Tomate esse ich gar nicht. Und wo hat es dann hingeführt? Ich hatte letztendlich mal kurz im Kopf durchzählen. 17 Pflanzen, 17 Tomatenpflanzen. Und ich gehe jetzt ins zweite Gartenjahr und habe mir gesagt, das reicht mir nicht. So viel zur Tomate. Darüber hinaus noch habe ich jetzt über den Winter von Zuschauern Saatgut geschickt gekriegt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Das ist total groß gewesen, hat super viel Saatgut zu mir gefunden. Und ja, ich bin jetzt irgendwie bei, ich weiß gar nicht, knapp 30 Tomatensorten, wo auch echt so ein paar, ja, selten, also ich will das jetzt nicht pushen in der Seltenheit, sondern aber ein paar, die ein bisschen schwerer zu kriegen sind, sag ich mal, zwischen sind. Mal Beispiel, goldene Zaren. Die hat ganz, ganz frisch zu mir gefunden. Ja, und es gibt einfach so viele Sorten und ich habe mich damit beschäftigt, habe auch eine Tabelle auf dem Computer angelegt, weil ich das einfach so ein bisschen differenzieren wollten, was da so an Eigenschaften hintersteckt. Also die können ja nicht alle gleich wachsen, die können ja nicht gleich aussehen, tun sie sowieso nicht, aber da gibt es da Unterschiede. Und dann habe ich mich damit befasst, wie groß die werden zum Beispiel, wie ja, Freilandtomate, nicht Freiland, also Gewächshaustomate, also halt so die Unterschiede. Und eine Tomate ist mir da ganz besonders aufgefallen, da möchte ich unbedingt drauf zu sprechen kommen. Und zwar, ihr kennt das Problem mit dem Kohlweißling. Also als Beispiel Kohlrabi, die Kohle an sich, ne? Ich glaube, die sind dann auch, ich hatte selbst nur Kohlrabi bei mir, deswegen ist das natürlich das Erste, woran ich gedacht habe. Ansonsten hatte ich so an Kohl noch nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und der Kohlweißling, ja, frisst halt die Blätter an und so weiter. Ich brauche euch das nicht weiter ausführen, was das weiter für Auswirkungen hat. Auf jeden Fall bin ich auf eine Tomate gestoßen. Und zwar ist das die Tomate Sanviva. Da gibt es auch eine kleine Geschichte zu. Soweit ich sie in Erfahrung gebracht habe, ist das eine Tomate, die wurde letztes Jahr wieder freigegeben. Ich glaube, die war richtig verboten. Da gibt es so Hersteller, Dünge, Pestizide und so weiter. Vielleicht kommt ihr selber auf den Namen. Ich will jetzt weiter nichts sagen. war ganz viel in den Medien, sag ich mal, im letzten Jahr. Also das letzte Jahr. Und jedenfalls gab es irgendwie dann eine Entscheidung, dass diese Tomate wieder verkauft werden darf. Und sie sollte sogar verbreitet werden. Also Sanviva, ich will es nochmal erwähnen. Und letztes Jahr gab es wohl, ich weiß nicht, ob das staatlich gefördert dann war oder ob das irgendeine Behörde, also hier, ach man, irgendwelche Absplitterungen waren, die sich dafür eingesetzt haben. Aber es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, diese Tomate irgendwie umsonst zu kriegen. Wahrscheinlich gegen Versandkosten oder so. Davon habe ich auch Saatgut bekommen, total toll. Und diese Tomate hat halt die Eigenschaft, erstmal ist das eine, ach, das mache ich mal parallel, ich sitze nämlich vor meinem Notebook natürlich. Ich öffne mal meine Tomatenliste, meine Saattabelle habe ich sie genannt. Ach ja, stimmt, da sind noch andere Sachen drin, also nicht nur Tomaten. Er lädt gerade. Auf jeden Fall, diese Tomate soll gegen den Kohlweißling helfen. Also, ich werde es probieren dieses Jahr. Also, super Permakulturexperimente, sag ich mal. Also, das passt ja voll rein. Kann ich auch jedem empfehlen. Probiert immer aus. Also, es gibt ja immer so festgefahren, wie alles so funktioniert. Das wird auch funktionieren, aber es gibt ja immer noch, naja, viele Wege führen nach Rom. Also, jeder muss so seinen Weg finden. Deswegen, ich probiere immer aus und guck jetzt auch dieses Jahr, ob das was bringt. So, ich bin jetzt schon bei meinen Tomaten. Ich suche die Sunweaver, da ist sie. Sie ist schon mal eine Freilandtomate, also wie geil ist das denn? saftig, stark, fruchtig. Da
habe ich den Text, glaube ich, noch nicht zu Ende geschrieben. Wahrscheinlich stark fruchtiges Aroma. Wird bis zu 1,50 Meter hoch, ist robust, Helfer gegen Kohlweißling und Fäuleresistenzen. Also, was will man mehr, habe ich mir so gedacht. Das ist eine gelbe Tomate übrigens so, ich weiß gar nicht, im Durchmesser 3, 4 Zentimeter kann das sein. Ich habe sie halt noch nicht angebaut, das wird sich dann in der Praxis zeigen. Ich kenne das halt nur von Fotos bisher. Und das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die super in die Permakultur passt, wie ich finde. Ich wiederhole mich, ne? Aber es gehört zu mir. ja. Ansonsten kann ich das auch nur empfehlen, sich mal mit Tomaten zu beschäftigen, weil ich bin so Supermarkt-Tomaten gewohnt gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ich wusste bis letztes Jahr nicht, dass es lila Tomaten gibt. Und dann hatte ich auch gleich die erste Sorte in meinem Garten. Die war lecker. Echt richtig toll. Blue Pit hieß sie. Und dann wird man erstmal darauf aufmerksam. Und wenn man dann halt so auch andere Gartenkanäle irgendwie verfolgt oder ja, dann kriegt man natürlich auch mit, was die so treiben. Und es gibt ja unglaublich viele Sorten. Also 200 ist keine Zahl. Es geht da noch weit drüber hinaus. Also ich finde das schon echt krass. Also die Vielfalt, die da ist. Also es gibt kleine gelbe, es gibt mini kleine rote, es gibt riesengroße aufplatzende Tomaten, es gibt kleine Tomaten, die sich komplett zusammenwachsen und dann eine große sind. Es gibt gelbe, es gibt weiße, es gibt rote, es gibt orangen, es gibt in Regenbogenfarben, lila, schwarz. Es ist unglaublich, was es da gibt. Und macht euch da mal schlau. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Holt euch ordentliche Qualitäten. Ich habe viele, wo ich das gar nicht weiß, was das ist. Klar, es sind Zuschauer, die natürlich mit gutem Gewissen natürlich Saatgut getauscht haben und so weiter. Also ich werde das letztendlich irgendwann mal wissen, aber im Moment noch nicht. Aber es macht auch gar nichts. Ich finde, ein bisschen Verhältnismäßigkeit muss man walten lassen. Ich spiele jetzt auf das Thema bioökologisch und so weiter hin und dass man da nicht irgendwelche Hybriden hat oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gefährliches Halbwissen an dieser Stelle weitergebe. Damit meine ich dieses manipulierte Saatgut, das ein Jahr austreibt. Vielleicht glaube ich auch, dass man. Na, wenn man Saatgut gewinnt, das funktioniert irgendwie ein Jahr und danach funktioniert das nicht mehr oder wächst was anderes oder so. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich schon einiges gelesen und auch gehört letztendlich, aber ich bin eher gehört zu der Sorte, die dann eher hart irritiert ist. Aber ich bin immer sehr dankbar, wenn ich was kriege und ich benutze das dann auch. Also es ist ganz wichtig. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Es gibt auch Tomaten, die, glaube ich, über 2 Kilo wiegen können. Also da, ne, von Mini bis 2 Kilo, das ist schon echt eine Hausnummer, wie ich finde. Ja, also die Tomate ist meine Permakulturpflanze. Gut, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Und was ich euch da draußen nur mitgeben möchte, einfach mal machen, loslegen, Gefühl für die Natur kriegen. Und ihr werdet schon sehen, irgendwann seid ihr mitten in der Permakultur und werdet auch davon überzeugt sein, dass das eine richtig gute Sache ist. Ja, okay. Dann möchte ich nochmal auf was hinweisen. Es gibt in meinem Kanal eine Playlist, Permakultur Podcast. Und dort werdet ihr finden schon Folge 1 und 2. Folge 1 von den Waldgeistern. Daniel hat gesprochen. Da geht es um die Ethik. Dann zweiter Podcast zusammen mit also der Daniel und der Willi von Natürliches Leben. Kann ich auch voll empfehlen. Also die ersten 2 Folgen haben mir richtig gut gefallen. Ich war jetzt nur als drittes dran. Ich hoffe, euch hat auch meine Folge gefallen. Dort in der Playlist findet ihr alle 3 Folgen dann auch gleich nochmal zum Anhören. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuhören in diesem Sinne, sonst ist es ja immer fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei weiteren Podcasts der anderen Teilnehmer auch reinhört. Diese Permakultur-Podcast-Playlist auf meinem Kanal, die werde ich weiterführen. Also wenn ein neuer Podcast erscheint, werde ich den da einarbeiten, reinpflegen, sagt man, glaube ich. Und dann habt ihr quasi immer aktuell jede Podcast-Folge, die ihr euch anhören könnt.
Ja, es gibt nämlich ganz tolle Menschen auf diesem Planeten und hier auch gerade in Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass es unserem Boden besser geht und das ist definitiv alles sehr hörenswert. Okay, ich sag Tschüss, euer Lars.